Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute drehe ich es aus dem Fußball und sage, wir starten rein mit dem Video. Let's go! Und heute gibt es ein neues Fußball-Ranking auf einem Sonntag. Und zwar ranken wir heute alle Auswärtstrikots der Bundesliga-Saison 23/24. Und zwar, wer kann meiner Meinung nach auf dem Feld Einkaufswagen landen oder wer landet am Ende auf absoluter Müll? Das besprechen wir heute in diesem Video. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch gerne meinem kostenlosen Discord beitreten. Dort können wir uns auch ebenfalls über sämtliche Fußballthemen unterhalten, beziehungsweise auch über verschiedene FIFA-Themen. Wenn ihr da Bock habt, könnt ihr doch gerne dort beitreten. Link dazu in der Videobeschreibung, ist wie gesagt kostenlos. Und ich würde mich noch sehr, sehr freuen, wenn ihr alle ein Like und ein Abo da lassen würdet. Ist kostenlos. Und aber jetzt würde ich sagen, geht es weiter mit dem Video. Und ich würde sagen, wir starten rein mit dem ersten Trikot, Borussia Dortmund. Und ja, eigentlich fand ich persönlich die Idee ganz cool mit dem Borsigplatz als Muster. Ist es relativ geil, aber am Ende finde ich persönlich, ist es nicht so geil umgesetzt. Meiner Meinung nach, die Struktur gefällt mir am Ende einfach gar nicht, meiner Meinung nach. Deswegen würde ich tatsächlich Dortmund erstmal auf schlecht setzen, auf absoluter Müll meiner Meinung nach nicht, weil die Idee einfach zu krass am Ende meiner Meinung nach ist. Aber auch die Werbung von 1&1 persönlich passt einfach nicht wirklich zum Trikot. Man hätte da vielleicht eine andere Farbkombi oder so wählen können. Am Ende finde ich die Idee auf jeden Fall gelungen. Sehr, sehr gut. Hätten die das noch ein bisschen anders umgesetzt, wären die bei mir auf jeden Fall auf krass gelandet. Dann geht es weiter mit dem nächsten Trikot und zwar vom FC Augsburg. Und auch das Augsburg-Trikot finde ich persönlich ist relativ in Ordnung. Auch mit den Streifen meiner Meinung nach relativ in Ordnung. Aber am Ende finde ich es persönlich auch hier nichts Überragendes. Deswegen kommen die bei mir auf in Ordnung, aber die Farbe Grün passt natürlich zum Verein, die Werbung ist auch relativ in Ordnung geschrieben meiner Meinung nach, trotzdem finde ich am Ende ist es noch so ein bisschen eintönig und am Ende gefällt es mir nicht so wirklich, deswegen kommen die bei mir auf in Ordnung. Dann geht es weiter mit dem Gladbach-Trikot. Das persönlich finde ich wirklich ganz krass geworden mit den schwarzen Streifen, die so ein bisschen übergangsmäßig sind, also nicht so gerade Streifen, sondern so ein bisschen auch verschwommen. Das finde ich persönlich sieht sehr, sehr geil aus. Auch Latze X in Weiß zu schreiben, finde ich persönlich, passt auf jeden Fall zu Gladbach generell auch dazu. Natürlich, die Traditionsfarben sind schwarz, weiß, grün, grün ist später halt dazugekommen. Also insgesamt finde ich das Trikot sieht sehr, sehr geil aus. Bei mir passt es aber am Ende noch nicht auf Einkaufswagen, deswegen kommen die bei mir auf krass. Ich persönlich finde aber, das Trikot ist auf jeden Fall sehr, sehr geil gelungen. Auch das Grün im Hintergrund, finde ich persönlich, sieht sehr, sehr geil aus. Dann geht es weiter mit dem Werder Bremen Trikot und das ist für mich natürlich ein eintöniges Trikot, da kann man nichts falsch machen. Ist halt sehr, 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 sehr eintönig. Nur weiß und in der Mitte die Werbung in Grün geschrieben und das Logo natürlich dann auch in Grün am Ende. Aber es ist für mich viel zu eintönig und deswegen kommen die bei mir auf in Ordnung. Hätten die noch ein paar Streifen reingemacht in Grün oder in einer anderen Farbe, hätte ich die vielleicht weiter oben gesetzt. Aber so kommen die bei mir nur auf in Ordnung, weil es einfach viel zu eintönig ist. Dann geht es weiter mit dem Union Berlin Trikot und das finde ich persönlich sieht auch sehr, sehr krass aus, da dort tatsächlich ein Muster vorhanden ist. Auch die Werbung meiner Meinung nach ist nicht zu auffällig, sondern so ein bisschen zurückgezogen. Also ist jetzt nicht ein roter Kasten mitten auf dem Trikot so zu sagen, sondern ist ein bisschen zurückgezogener. Finde ich persönlich sieht sehr, sehr geil aus. Auch das Muster finde ich persönlich sieht sehr cool aus. Trotzdem kommen die bei mir noch nicht auf Einkaufswagen, da meiner Meinung nach nur ein Trikot hingehört. Deswegen kommen die auch bei mir hier auf krass. Dann das Mainz 05 Trikot ist meiner Meinung nach auch relativ in Ordnung. Das Muster finde ich persönlich ist jetzt nicht so gelungen. Dieses Karo ist natürlich standardmäßig, haben sehr, sehr viele Vereine auch schon generell letzte Saison oder davor die Saisons halt gehabt. Deswegen finde ich es persönlich ist jetzt auch nichts Überragendes. Auch das Blaue passt nicht wirklich zum Verein, weil eigentlich sind die Farben ja rot und weiß. Da hätte ich mir auch eher ein rotes oder ein weißes Trikot am Ende vorgestellt. Deswegen finde ich persönlich passt es am Ende nicht so wirklich. Die Werbung hingegen ist sehr, sehr geil gemacht, finde ich persönlich auch in der Farbe generell. Finde ich es persönlich sieht sehr, sehr geil aus, aber insgesamt passt es nicht zum Verein, deswegen kommen die bei mir hier auch nur auf in Ordnung.
Dann geht es weiter mit dem VfB Stuttgart-Trikot. Und ja, das Stuttgart-Trikot finde ich persönlich ist auch ein Standardding. Ist halt alles rot geschrieben, passt absolut zum Verein. Ich meine, die haben ja auch rot, weiß und gelb im Logo drin. Das persönlich finde ich auch dann am Ende getroffen. Natürlich auch die Werbung ein bisschen zurückgezogen in weißer Schrift. Ist natürlich auch in Ordnung am Ende. Reißt mich aber jetzt nicht hier vom Hocker. Deswegen kommen die bei mir auch auf in Ordnung. Ja, dann kommen wir zum Red Bull Leipzig-Trikot. Und für mich ist es so langsam mal ausgelutscht. Es reicht so langsam mal mit den gleichen Trikots. Jede Saison haben die gleiche Scheiße da, meiner Meinung nach. Immer dieses scheiß Red Bull Logo in der Mitte, finde ich persönlich, sieht absolut müllhaft aus. Vielleicht sehen es andere anders. Wenn die sagen, ja, ich finde es ganz geil, kann ich verstehen am Ende. Das Muster sieht auch relativ in Ordnung aus, aber dieses Red Bull Zeichen in der Mitte, das triggert mich komplett und geht mir so auf den Nerv. Deswegen kommen die bei mir am Ende auf schlecht, aber eher Tendenz zu absoluter Müll. Dann geht es weiter mit dem nächsten Trikot von Heidenheim und das finde ich persönlich sieht auch sehr, 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 sehr heftig aus, meiner Meinung nach. Mit dem Muster, finde ich persönlich, sieht absolut geil aus. Natürlich fehlt so ein bisschen die Struktur am Ende. Es sind halt nur ein paar Farben so ein bisschen gemischt, weshalb die bei mir am Ende auch nicht auf Einkaufswagen kommen, sondern auch eher auf krass. Trotzdem finde ich, die Farbkombi sieht sehr, sehr geil aus. Auch die weiße Werbung passt natürlich zum Trikot am Ende. Deswegen kommen die bei mir auf krass. Aber es reicht für mich noch nicht für Einkaufswagen, weil das Muster meiner Meinung nach so ein bisschen am Ende fehlt. Dann geht es weiter mit dem Bochum-Trikot und das ist natürlich auch hier wieder ein weißes Standard-Trikot. Ist auch wieder nichts Besonderes, ist das gleiche wie bei Werder Bremen, habe ich ja eben schon was zu gesagt. Trotzdem finde ich hier die Werbung ist angemessen platziert meiner Meinung nach. Auch das Blaue passt natürlich dann am Ende zum Verein. Insgesamt ist es für mich aber zu eintönig, deswegen kommen die bei mir auf in Ordnung. Und dann kommen wir jetzt zu Platz Nummer 1 und zwar Bayer Leverkusen. Was die dieses Jahr rausgehauen haben als Auswärtstrikot, ist meiner Meinung nach einfach nur heftig. Einfach nur geisteskrank. Das Weiße, finde ich, ist neutral, kann man nicht viel zu sagen. Und dann kommt dieses Muster, meiner Meinung nach das beste Trikot der Liga. Und deswegen kommen die bei mir als einzigster Platz auf Einkaufswagen, weil meiner Meinung nach ist das ein heftiges, krasses Trikot mit dem Muster, mit dem Rot und dem Schwarzen in der Mitte, beziehungsweise als Streifen so diagonal von unten links nach oben rechts. Finde ich persönlich, sieht absolut geil aus. Dazwischen dann die Werbung platziert, ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Idee gewesen. Deswegen kommen die bei mir auf Einkaufswagen. Die haben meiner Meinung nach nichts falsch gemacht. Auch die Ärmel bzw. der Kragen sind sehr, sehr geil gemacht in diesem Rot, Dunkelroten oder was das sein soll. Finde ich persönlich, sieht auch sehr, 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 sehr geil einfach aus und deswegen kommen die bei mir auf Einkaufswagen. Dann geht es weiter mit dem nächsten Trikot und zwar von Bayern München. Und ja, auch die haben meiner Meinung nach häufig so ein bisschen das gleiche Trikot. Finde ich persönlich, ist am Ende auch nicht so geil geworden. Trotzdem finde ich, das Muster sieht relativ in Ordnung aus, deswegen weshalb die bei mir auch hier wieder auf in Ordnung kommen. Wie gesagt, ist aber für mich jetzt auch nichts mehr Besonderes, weil die auch häufiger so ein ähnliches Trikot, eine Trikotart haben. Trotzdem finde ich, das Muster sieht relativ cool aus, deswegen kommen die bei mir auf in Ordnung. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Trikot und zwar von Eintracht Frankfurt. Und auch das ist halt, wie gesagt, hier nur ein eintöniger Farbton. Trotzdem finde ich, schwarz sieht am Ende geiler aus als halt generell weiß. Deswegen kommen die bei mir auf krass. Finde ich persönlich, sieht am Ende geiler aus. Auch die Werbung ist meiner Meinung nach gut platziert. Die Ärmel finde ich auch sehr, sehr geil. Deswegen kommen die bei mir am Ende auf krass. So, dann geht es weiter mit dem Wolfsburg-Trikot und das catcht mich meiner Meinung nach jetzt auch nicht so heftig, finde ich persönlich. Natürlich, die Ärmel sind absolut geil gemacht, meiner Meinung nach. Auch wirklich eine sehr, sehr geile Idee, aber dann kommt so der Rest des Trikots und nur die Ärmel jetzt am Ende zu bewerten und deshalb dann am Ende auf in Ordnung bzw. krass zu setzen, finde ich persönlich ist zu viel, weil eigentlich zählt ja so vor allem halt die Werbung bzw. auch generell das andere, die andere Art des Trikots, finde ich persönlich am Ende halt nicht so geil geworden. Die Ärmel, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gut gemacht, aber am Ende hat es mich jetzt nicht so gecatcht, deswegen kommen die bei mir am Ende auf schlecht. Dann geht es weiter mit dem Köln-Trikot und auch hier ist es eher so ein Standard-Trikot, das haben die auch jedes Jahr
Rot finde ich persönlich am Ende auch nicht so geil. Stuttgart, finde ich, hat ein bisschen besseres Muster als jetzt Köln, weshalb Köln am Ende bei mir auch eher auf schlecht kommt. Ja, wie gesagt, Rewe haben sie seit Jahren. Das passt natürlich komplett zum Trikot. Das muss man tatsächlich lassen, aber am Ende hat es mich jetzt auch nicht so gecatcht. Wie gesagt, die Farbe Rot mag ich am Ende natürlich auch nicht so gerne, was natürlich auch ein Anhaltspunkt von mir ist. Wenn man natürlich die Farbe Rot mag, setzt man die vielleicht darauf in Ordnung oder krass. Kann ich absolut nachvollziehen am Ende. Mich hat es aber nicht gecatcht, deswegen kommen die bei mir auf schlecht. Und dann komme ich schon zu den letzten beiden Trikots. Und ja, beide Trikots kommen für mich leider am Ende auf absoluter Müll. Auch wenn ich Freiburg sehr, sehr gerne mag, hat mich das Trikot wirklich ein bisschen überrascht, ein bisschen traurig gemacht. Weil ich finde persönlich, das Muster ist viel zu auffällig. Es gefällt mir nicht, wenn man es so ein bisschen im Hintergrund hat. Finde ich persönlich, ist es am Ende noch sehr, sehr geil. Aber das Muster über das ganze T-Shirt verteilt, finde ich persönlich, ist nicht so geil. Leverkusen hat das dann einfach ein bisschen besser gemacht, halt so einen diagonalen Streifen gemacht. Und das hat Freiburg einfach nicht. Auch das Schwarz, die schwarz-weiße Kombi, finde ich persönlich, ist nicht so geil geworden. Deswegen kommen die bei mir auf absoluter Müll. Ich mag das Muster absolut gar nicht. Und ja, Hoffenheim ist auch sehr, sehr einfallslos gewesen. Natürlich haben sie versucht, so ein bisschen das mit dem Weißen noch zu retten, aber die Werbung viel zu auffällig, meiner Meinung nach. So einen blauen Kasten nochmal außen drum gemacht, finde ich persönlich, ist einfach nicht geil beim Trikot. Viel zu viel Werbung, meiner Meinung nach. Deswegen kommen die bei mir am Ende auch auf absoluter Müll. So, dann kommen wir noch zum letzten Trikot, und zwar von Darmstadt. Das ist leider nicht im Ranking vorhanden. Trotzdem blende ich euch nochmal kurz hier ein Bild ein, falls wenn ihr nicht wisst, wie das aussieht. Und auch das Darmstadt-Trikot sieht meiner Meinung nach sehr, 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 sehr heftig aus. Auch wenn ich die Werbung in der Mitte nicht so fühle am Ende, ist so ein bisschen in schwarz geschrieben, was absolut nicht zum Verein passt. Trotzdem finde ich diesen blauen Streifen in der Mitte super geil am Ende. Deswegen kommen die bei mir am Ende auf krass. Hat aber für mich jetzt noch nicht für Leverkusen gereicht, weil die haben sich wirklich was ganz Neues ausgedacht. Sowas wie Darmstadt hat man schon häufiger in anderen Farben natürlich gesehen. Trotzdem finde ich am Ende ist es ein sehr, sehr gelungenes Trikot, weshalb die bei mir am Ende auf krass landen. Und ja, das ist jetzt hier mein Ranking. Und ja, würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, was ihr davon haltet. Sagt ihr, das ist ein absolutes Quatsch-Ranking? Oder sagt ihr eher, ja, da kann man was mit anfangen? Würde mich sehr, sehr interessieren. Und ja, schreibt gerne eure Meinung, wie gesagt, dazu in die Kommentare, da ja jeder eine andere Meinung hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Like-Abo da. Haut rein, Leute. Und damit, ciao, ciao.